Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute 10 Tiere an, die du garantiert noch nicht kanntest. Auch wenn diese Bilder stark nach Fake aussehen, so sind sie tatsächlich echt. Dieser Zyklophai wurde tot in einem gefangenen schwangeren Schwarzhai im Golf von Kalifornien gefunden. Dieses tragische Phänomen nennt man Zyklopie und kann auch bei anderen Tieren auftreten. Genau von dem Scheißtier träume ich heute Nacht. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Eine Ziege mit 8 Beinen wurde auf einer Farm in Kroatien geboren. Ich dachte, das wäre eine Spinne. Es wird angenommen, dass Octogo das Ergebnis eines nicht entwickelten Zwillings ist. Okay. Man geht davon aus, dass das Tier nicht lange überlebt hat. Aha. Ja, ist wahrscheinlich gestorben, ne? 8 Beine muss er erstmal irgendwie hinkriegen. Oh! Ein dreieugiger Seewolf wurde bei einem Atomkraftwerk in Argentinien gefunden. Er wurde eingeschickt, um zu bestätigen, dass er durch Strahlung mutiert ist. Okay. Das Ergebnis wurde jedoch nie veröffentlicht. Ja doch, aber logisch, muss ja. Oh, eine Katze mit Flügeln. Was wie ein schlechter Fake aussieht, ist eine seltene Krankheit, die bei Katzen vorkommen kann. Die Haut ist extrem dehnbar, besonders am Rücken. Ah gut, dann sind es keine Flügel. Ich dachte schon, hätte sich eine Katze irgendwie mit einem Vogel gepaart und dann ist die Katze irgendwie durch einen Gendefekt schwanger geworden und hat plötzlich so eine fliegende Katze. Das wäre absoluter Albtraum, finde ich. Oh! Auf den Philippinen wurde eine Schlange mit 2 Beinen gefangen. Ja, gut, weil ein Experte behauptet, sie sei das Ergebnis einer genetischen Mutation. Nee, hat wahrscheinlich was gegeben. Oh! Dieses auf Kuba geborene Ferkel mit affenähnlichen Ohren und Augen kennt man auch als Monkey Pig. What? Starke Umweltbelastung wird als mögliche Ursache angesehen. Okay. Leider ist es nur 4 Tage nach der Geburt gestorben. Okay. Oh mein Gott, wie sehen diese ganzen Sachen aus? Oh! Das ist Frank und Louis, ja. Die Janus-Katze. Aha. Da sie mit 2 Gesichtern geboren wurde, ging man davon aus, dass sie nur wenige Tage lebt. Aha. Aber diese erstaunliche Katze bewies es allen und wurde sogar 15 Jahre alt. Was? 15! Aber haben Tiere nicht auch, also bei Hunden ist es zumindest so, die haben doch gar nicht diesen Sinn für, ey, ich sehe anders aus als die anderen und sind dann irgendwie depressiv oder traurig. Das hört sich so blöd an vielleicht, wenn man das über Tiere sagt. Aber Tiere können natürlich auch Trauer verspüren, klar. Und ich glaube, dass es bei Hunden zumindest so ist. Das hatte mir meine Freundin gesagt, weil bei dem Dackel von denen mussten die Hinterbeine amputiert werden. Und dann hatte der so ein, ist gar nicht lustig, liebe Grüße an den Dackel, ich mag dich. Da hatte der so 2 Räder hinten und konnte dann damit so laufen. Oder fahren, keine Ahnung. Und jeder Mensch würde sich denken, boah, ich vermisse die Zeit mit meinen Beinen, bla 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 bla. Aber Hunde, die haben diesen Sinn irgendwie nicht. Die denken sich einfach nur so, ah, guck mal, cool, ja, da bin ich. So, das ist irgendwie ganz schön eigentlich. Weiter. Als Kinder diesen dreiköpfigen Frosch mit 6 Beinen fanden, waren sie natürlich geschockt. Oh mein Gott. Ein BBC-Wildtierexperte ist fassungslos. Aha. Alle Augen und Beine scheinen normal zu funktionieren. Das ist eine Riesenkröte mit 3 Köpfen, oder wie? Was? Dieses besondere Lamm wurde auf einer Farm in Russland geboren. Der Schäfer sagte, er wäre fast gestorben, als er es zum ersten Mal sah. Das Lamm wurde mit menschenähnlicher Nase, Augen und Mund geboren. Ja. Und ich stoppe jetzt auch mal hier das Video. Das geht zwar noch eine halbe Minute, aber ich kann mir das nicht mehr geben. Wir schauen jetzt in irgendein anderes Video. Das ist ja... Also no front an die Tiere. Ihr seid alle wundervoll. Außer die Kröte. Wir schauen jetzt uns noch 10 winzig kleine Tiere an, die es wirklich gibt. Also... Die sind dann so klein, ich glaube, da ekeln wir uns heute dann in diesem Video zumindest nicht vor. Ich bin auch richtig nervös jetzt gerade. Oh. Dass Kolibris besonders klein sind, ist fast jedem bekannt. Bienenelfe. Unter ihnen findet man die kleinste Vogelart der Welt, die Bienenelfe. Boah. Diese der ist so... Oh mein Gott, der ist nur 2 Zentimeter oder so groß. Diese Winzlinge werden von Schwanz bis Schnabel gemessen nur 5 bis 7 Zentimeter groß. Ja, okay, Schwanz bis Schnabel. Die wiegen nur etwa 1,8 Gramm und damit weniger als ein Gummibärchen. Krass. Ihr Herz schlägt pro Minute unglaubliche 300 bis 500 Mal. Pro Minute? Bis zu 500 Mal? Das ist pro Sekunde fast 10 Schläge. Wie kann das denn sein? Da muss doch nicht so viel durchblutet werden. Während sie vor einer Blüte schwebt, um den Nektar aufzunehmen, erreicht sie über 90 Flügelschläge in der Sekunde. Was? 90 in der Sekunde? Die Schweinsnasenfledermaus gilt als kleinste Fledermausart der Welt. Sie erreicht nur etwa 3 cm Länge und wiegt 1,7 bis 2 Gramm bei einer Flügelspannweite von 13 bis 15 cm. Schweinsnasenfledermaus? Also es ist irgendwie ist auch süß. Wenn das hier nicht wäre, dieses... Nee, okay, weiter. Chihuahuas sind die kleinste Hunderasse der Welt. Ein besonders kleines Exemplar ist Micromutt. Sie ist der kleinste Hund der Welt mit einer Schulterhöhe von 9,65 cm. Wenn das Ding steht hier, Micromutt, ist das so hoch?
Das wäre eine neue Hundeart für die ganzen Influencerinnen hier. Passt in jede Louis Vuitton-Tasche rein. Bei ihrer Geburt war sie so klein, dass sie auf einen Teelöffel passte. Chillig. Und obwohl sie ausreichend gefüttert wurde, wurde sie nie größer als ein normaler Chihuahua-Welpe. Aha. Das Zwergseidenäffchen erreicht eine Kopfrumpflänge von 12 bis 15 Zentimetern. Warum guckt der so Schwanz dumm? Kann bis zu 23 Zentimeter lang werden. Ja, sie sind die kleinsten Affen der Welt und wiegen gerade mal zwischen 85 und 140 Gramm. Was? Ich finde es so irre, dass es bei Tieren so eine Riesenspannweite gibt. Aber bei Vögeln eh, die haben ja eh eine Riesenspannweite. Aber ihr müsst halt überlegen, dass ein ausgewachsener Mensch eigentlich immer so ein Standardgewicht hat von, klar, es gibt welche, die wiegen 40 Kilo, es gibt welche, die wiegen, keine Ahnung, 200 Kilo, logisch, da gibt es einiges auch. Aber bei so Affen, guck mal, es gibt welche, die wiegen 80 Gramm und welche, die wiegen 80 Kilo oder noch mehr, 100, über 100 Kilo. Das ist doch enorm, was bei Tieren wirklich für, was es da für Diskrepanzen gibt in dem eigenen Tierkosmos drin. Also allein bei Affen, was es da für verschiedene Arten gibt. Wir Menschen sind ja gefühlt alle gleich und da ist es so, boah. Die kleinsten bekannten Fische der Welt erreichen eine Größe von etwa 8 bis 10 Millimetern. Sie sind durchsichtig und der rudimentär entwickelte Schädel lässt einen auf Gehirn und Wirbelsäule blicken. Sie müssen also nie zum Röntgen. Krass. Kollege von mir damals, Nils. Nils, ganz, ganz liebe Grüße, ne? Wird es eh nicht sehen. War in der Grundschule so mein bester Homie. Der hatte Bartagame. Zwei. Der hat die immer gefüttert mit Lebendessen. So Maden, die noch gelebt haben. Oder so Fliegen. Und dann waren die da so und haben dann mit ihren Zungen so, die so gegessen, haben dann dabei so gechillt und immer so geguckt. Und wenn man die mal so dann hochgehoben hat, haben die sich angefühlt wie so eine Schlange und hat die dann so, hat er die in sein Zimmer getragen, dann sind die so voll schnell rumgelaufen. Boah, das habe ich nie verstanden. Das habe ich nicht gecheckt. Rocasia micra ist das kleinste bekannte Reptil der Welt. Ohne Schwanz werden die Mini-Chamäleons maximal 20 mm groß. Oh mein und Gott. Mit Schwanz etwa 27 bis 29. Oh mein Gott, wie geil wäre das? So ein kleines Ding. Einfach so, läuft hier so lang. Ja, da tritt man aus Versehen drauf, wenn nicht so chillig. Aua. Mit dieser Größe können sie bequem auf der Spitze eines Streichholzes Platz nehmen. Entspannt. Und obwohl es eigentlich typisch für Chamäleons ist, können sie ihre Farbe nicht ändern. Aha. Die sind also ziemlich blöd. Oh. Das Kleinstböckchen erreicht eine Schulterhöhe von 24 bis 26 Zentimetern bei einem Gewicht von nur 2 bis 3 Kilogramm und ist der kleinste Vertreter der Hornträger. Es ist nachtaktiv und kann durch seine kräftigen Hinterbeine Sprünge von fast 3 Meter Länge und einem halben Meter Höhe vollbringen. Das ist auch richtig Menschen, ne? Guck mal, das ist so ein Ding, haben wir gefunden, lass mal ein Bild machen, das kleine Tier hat gar keinen Bock. Die Etruskerspitzmaus ist zusammen mit der Schweinsnasenfledermaus, die wir vorhin schon hatten, das kleinste Säugetier der Welt. Ohne Schwanz kommt sie auf eine Länge von 35 bis 48 Millimetern, mit auf 60 bis 78 Millimeter. Ausgewachsene Etruskerspitzmäuse wiegen ca. 2,5 Gramm. Nicht viele kennen den kalifornischen Schweinswal. Oh mein Gott, ich habe gerade erst gar nicht erkannt, dass das ein Wal ist. Das wäre ein Panda gefangen im Netz. Da dachte ich schon, wer fängt denn Pandas? Zusammen mit dem La Plata-Delfin und dem Hector-Delfin gelten sie als kleinste Walart der Welt. Sie werden 1,50 Meter groß und erreichen ein Gewicht von 50 Kilogramm. Gibt's auch einen Frontdoor-Delfin? Halt einfach der Maul. Die Tetrachylostoma kala ist die kleinste Schlange der Welt. Tetrachylostoma kala. Kennen wir alle. Mit durchschnittlich 0,6 Gramm Körpergewicht wird sie etwa 10 cm lang und hat einen Durchmesser von 2,5 mm. Ja, vielleicht ist es auch gar keine Schlange, sondern einfach nur ein verfickter Regenwurm. Habt ihr mal daran gedacht, liebes Top 10 Weltteam? Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch meine Reaction hier drauf gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Welches Tier fandet ihr am einzigartigsten von allen? Schreibt es mir in die Kommentare. Juckt mich aber auch eigentlich nicht. Weil das einzigartigste Tier bin ich.